Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5. So, jetzt geht's los. Wir werden das Finale gegen Jacob abschließen. Wir werden scheinbar ein letztes Mal jetzt diesen Parcours hier abschließen, gehe ich von aus. Reicht ja auch langsam. Jacob hat uns das jetzt schon oft genug angetan. Na komm, scheiß drauf, durch. Was? Wie ich kann ich hier durch? Ach komm. Na toll. Ach so, ich war falsch. Ah. So. Okay, oh scheiße, hier ist ja eh eine Sackgasse gewesen. Mies. Scheiße. Mist. Du bist schwach. Schnauze. Geht mir das auf den Senkel, sein kleiner Hindernisparcours hier. Meine Fresse. Sein kleines Abrichtprogramm hier. Oh, hi. Gut gemacht. Danke, Papa. Ohne Scheiße, ey. Du kommst auch noch an die Reihe. So. Nehme ich doch lieber das hier. Teufel. Ah, labert mir nicht die Backe voll. So. Durch hier. So. Na und? Was ihr mir sagt, interessiert mich eh herzlich wenig. Opfere die Schwachen. Als ob eure Meinung hier jetzt von Relevanz wäre und ihr der Experten wärt. Haut mir ab, ey. So. Reicht. Okay. Stillstand. Auch nett. Only you can make the darkness bright. Only you. Hey, nur du konntest ihm so nahe kommen. Nur du konntest sein Vertrauen gewinnen. Von Anfang an warst es immer nur du. Gute Arbeit. Geschafft. Prüfung bestanden. Du hast dein Opfer gebracht. Aber jetzt bist du allein. Und du bist schwach. Wir wissen, was mit den Schwachen passiert. Ich pflege die Herde. Ich dünne sie aus. Ich bin da draußen und warte auf dich. Scheiße, was hast du getan? Du hast ihn umgebracht! Warte! Du verdammtes Stück Scheiße! Whitty! Wer hat dir vertraut? Whitty! Ich hab dir vertraut! Warte! Whitty! Das war Jacob! Nein! Hör mir zu. Das war Jacob. Das hatten wir schon mal. Ronnie. Parker. So macht er das doch. Und wir haben ihn reingelassen. Du findest diesen Drecksack. Du findest Jacob.
und du tötest ihn. Oder wenn ich dich das nächste Mal sehe, Gott helfe mir, töte ich dich selbst. Scheiße, ich dachte mir gerade eben noch so, bitte lass das jetzt nicht echt sein. Bitte lass das nur eine Bliss-Illusion sein. Verdammte Scheiße. Wurde auch Zeit, dass du dich zeigst. Ich dachte schon, ich müsste dich holen kommen. Hab mir schon Sorgen gemacht, du wärst weich geworden. Aber du bist ein Soldat. Was? Laber weiter, bring deinen Satz zu Ende, du Arsch. Oh Gott. Zerstöre die Wolfsköder. Ja, komm. Oh Gott, ja, klar. Ich hatte ihm die Chance gegeben, sich zu. Oh, Alter, und jetzt muss ich mir die ganze Zeit sein dummes Gesülze anhören. Meine Güte. Da habe ich Bock drauf, ey. Komm, scheiß drauf. Er war schwach und egoistisch. Ich hatte ihm die Chance gegeben, sich zu beweisen. Fresse. Er hätte mir nur seine Whitetails geben müssen. Fresse. Er uns allen den Ärger erspart. Fresse. Oh. Ohne Scheiß. Dass die mich tatsächlich nicht auf Ort, an Ort und Stelle umgebracht haben, ist echt schon ziemlich krass. Nicht kämpfen. Lass einfach los. Du hast deinen Zweck erfüllt. Ah, Dreck. Ach. Die haben mir es wenigstens noch eingeräumt, dass ich unter dem Einfluss von Jacob stehe. Aber denen fiel es natürlich verdammt schwer, mich nicht auch an Ort und Stelle hinzurichten. Erhältst du weiter Boten gehen für einen Teenager und deine Hausfrau? Die Whitehails sind nichts ohne ihn. Du bist nichts ohne Eli. Nur weil du das sagst, heißt es nicht, dass es wahr ist. Oh Mann, das war jetzt schön daneben gesemmelt, ey. So. Einer noch. Ist es nicht merkwürdig, dass jeder, dem du zu helfen versuchst, am Ende schlechter dreht? Eli, Fred, du wirst vom Unglück verfolgt. Würdest du sie wirklich schützen wollen? Ein Held sein wollen, brächtest du dich um. Das wäre für alle besser. Hahaha, ha, ha, schön. Wie du das umdrehst. Du machst hier die ganze Scheiße, lässt sie mich teilweise sogar ausführen, anstatt es selber zu machen. Du faules Stück. Aber. Oh. Aber ich bin an allem schuld. Leck mich doch an der Sacknaht, du Drecksack. Mieses Stück. Meine Fresse. Bei Typen wie dem ist die Drecksack-Skala wirklich nach unten offen. Oder nach oben offen, besser gesagt. Ne, weil Drecksack-Skala eigentlich, je höher man da oben steht, desto mieser ist man. Da habe ich jetzt gerade eben das ein bisschen durcheinander gebracht. Ah, du mieses Stück. Wo ist er? Ja, hab ihn! Haha! Weh, ihm hilft da einer auf. Glaube ich nicht, oder? Steht der noch? Das glaube ich nicht. Ich dachte, ich hätte den erledigt und jetzt läuft der Timer für den ab. Was? Ja, soll ich rauskommen? Bitte! Du wirst das alles noch bereuen. Leckt mich alle! Eine Ungläubige! Ah, shit. Jetzt hab ich dich. Ja, geil. Toll, ich schmeiß ihn mit Fleisch ab. Das bringt's, ey.
Hör auf, vor der Granate davon zu laufen. So, feiner Junge. Schön da stehen bleiben. Hast du gut. Hast du gut gemacht. Na also, geht doch. Mein Gott. Ist er da oben? Ist das sogar Jacob höchstpersönlich? Den ich gerade eben sogar fast weggesnipert hätte? Und nur weil es Jacob ist, hat er die Scheiße überstanden? Ah? Für dich gibt es hier nichts zu gewinnen. Das Ende ist blutig. Für jeden. Ob du jetzt oder später stirbst, liegt an dir. Mein Bruder hat das alles kommen sehen. Ich weiß nicht, ob er mit Gott spricht. Das ist nicht von Belang. Er hatte recht. Die Menschheit steht mal wieder vor einer Krise. Es ist nicht von Belang, was wir bauen oder erreichen. Wir finden immer einen Weg, es einzureißen. Babylon, Rom, Imperien steigen auf, Imperien fallen. Amerika. Wir sind nicht anders. Wir halten uns für unzerstörbar. Zweiter Weltkrieg. Krieg gegen den Terror. Wir haben überlebt. Aber es brachte uns nur näher an den Abgrund. Und genau da sind wir jetzt. Ganz pünktlich. Wie bestellt. Und warten auf jemanden, der uns runterschubst. Und oh Mann, hast du uns geschubst. Du hast genau getan, was er vorhergesagt hat. Und du hast es nicht mal gewusst. Du hattest keine Ahnung. So, erledigt. Only you. Weg ist er. Ich weiß nicht, ob ein Danke hier wirklich angebracht ist, aber... Naja, jetzt ist Eli wenigstens nicht umsonst gestorben. Das, was passiert ist, tut mir leid. Ehrlich. Du bist nicht allein schuld an der Sache. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Vorhaltungen oder Vorwürfe. Dieser Deputy Pratt und ein ganzer Haufen unserer Whitetails versauert in Jacobs Waffenkammer. Setz dich in Bewegung. Wir zielen auf dich. Kriegsopfer, Story-Mission, erreiche Jacobs Bunker. Alles klar. Wird erledigt. Shopping ist sicher nicht ein Ding, aber es gibt neue Ausrüstung. Ja, cool, danke. Meine Fresse, endlich ist er weg. Unfassbar, der hat auch ziemlich gut noch geredet für jemanden, dem ich mehrere Kopfschüsse verpasst hab. Ne? Dafür konnte er seine Kauleiste noch ganz gut bewegen. Meine Fresse. Hep. Zack. Wow. Wie ich nochmal nach oben katapultiert wurde. Nett. Ach du Scheiße. Moment, der Bunker, wie weit ist denn der weg? Alter. Okay, krass. Ja klar, ich bin in der Nähe von Wolf's Den geblieben, ne? Ja gut. Jetzt muss ich dahin? Ich dachte, da. Okay. Hm. Ja, soll mir recht sein. Ist ja egal. Ich dachte, das Anwesen da im Norden. Aber da müsste ich ja jetzt theoretisch auch hin können, oder? Alter Vater. Jetzt bin ich auch zum Glück von seiner Gehirnwäsche befreit, denke ich mal. Weil er wird auch der Einzige gewesen sein, der weiß, wie man sie benutzt. Und im Ernst, jetzt will er mir erzählen, alles, was ich getan habe, war vorherbestimmt. Und der gute Joseph, der hat alles vorausgesehen? Hm? Okay. Diese Waffenkammer ist eine verdammte Festung, in der es vor Peggys nur so wimmelt.
Jacobs Schlüssel bringt dich da rein. Aber das ist noch der leichte Teil. Die werden auf dich vorbereitet sein. Eli hatte irgendwelche Pläne von diesem Ort. Ich versuche mal rauszufinden, wo sie Pratt gefangen halten. In der Zwischenzeit ist Vorsicht angesagt, Deputy. Überraschung! Da. Genickbruch durch die Bäume. Ich reiß dich entzwei! Das würde ich gern sehen. Mensch, das hast du nicht kommen sehen, ne? Als du dich um die Ecke gelehnt hast. So. Euer Chef ist doch schon längst Geschichte. Haut ab, ihr habt verloren hier. Das Gebiet gehört jetzt den Whitetails. Haben die sich eventuell sogar deshalb Whitetails genannt? Weil Jacob scheinbar den weißen Wölfen die Schweife abgetrennt hat und sie und die Whitetails sind sozusagen der schwache Teil, den Jacob versucht hat sozusagen abzuschneiden, der sich jetzt zur Wehr setzt. Falls ja, dann finde ich das als Grundgedanke ziemlich gut. Meine Auserwählten. Um damit sozusagen die ganzen armen Wölfe zu rächen, denen Jacob all das angetan hat. So. Jetzt wird Jacobs Bunker auch nochmal auseinandergenommen, nachdem wir ihn erledigt haben. Ne, haben wir mit den anderen. Ich glaube, ich hab's. Ne. Sieht so aus, als wären die Gefangenen ganz unten im Bunker eingesperrt. Wenn du Pratt retten willst, musst du im Kontrollraum anfangen. Der ganze Ort ist mittlerweile sicher abgeriegelt. Solltest du es aber in den Kontrollraum schaffen, könntest du die Verriegelung mit Jacobs Schlüssel aufheben. Viel Glück. Na toll. Da habe ich noch versucht, einen Seitenwaffen-Kill noch zu machen. Seitenwaffen-Takedown. Kannst ja komplett vergessen. Ja, hi. Knack. Okay, doch kein Knack. Eieieiei. So. Ja, Dito wollte genau dasselbe sagen, du. Was das an... Du wolltest nur etwas Spaß haben, ja. Oh, hi. Meine Güte. Das mit dem Bunker kam ja bei den anderen beiden auch vor, zugegeben. Ne, jedes Mal, wenn wir den Bosskampf gegen die Mitglieder gewonnen haben. Wow, Warship. Hier ist noch was zum Lesen. Jacobs Manifest, unser Vater, mein Bruder, hat das Ende der Welt gesehen und wir sind nicht bereit dafür. Niemand ist bereit dafür. Wir haben unseren Verstand befleckt, indem wir zuließen, dass diese Speichellecker aus unserer Regierung diejenigen unterstützen, die nicht selbst für sich sorgen können. Die sind unsere Anker, sie halten uns zurück. Wir verwenden so viel Mühe darauf, sie mitzuschleppen, aber stattdessen ziehen sie uns mit sich in die Tiefe. Es ist Zeit, dass wir die Spreu vom Weizen trennen und die Herde ausdünnen. Ein für alle Mal. Okay. Entsperre die Druckschleuse. Ja, würde ich gern. Was? Das ist das Schlimmste, was man jemals sein kann. Nein, nicht schwach. Ich meine untreu. Verräterisch. Undankbar gegenüber unserer Gnade. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Bitte töte mich nicht. Bitte. Es tut mir leid. Bitte. Bitte. Bitte, es tut mir so leid. Nicht ich werde dich töten. Das macht die Zeit.
Dieser Judas. Er hält keine Nahrung. Er hält nichts zu trinken. Er verrottet in diesem Bunker. Und wenn er tot ist, werfen wir seine Knochen den Wölfen vor. Das ist der Wille des Vaters. Nein! 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 Lass mich nicht hier zurück! Nun, was ist das Schlimmste, was man... Okay, jetzt Loop, jetzt ist es wieder in den Loop übergegangen. Alter. Alles klar, also das war eindeutig doch nicht Jacobs Wille. Aber er hat es trotzdem getan. Sei es, um Jacob zu helfen oder um mir zu helfen. Ich glaube, es wirkte eher so, dass mir damit geholfen werden. Ja, es wirkte eher so, dass ich, dass er mir damit helfen wollte, einfach zu entkommen. Und das war's, schätze ich mal. Ja, ich bin aber gerade verdammt gut dabei. Und schon kurz davor. Lauf, solange du noch kannst. Ja. Du kannst es definitiv nicht mehr. So, jetzt raus mit dir, Deputy Pratt. Bist du echt? Es tut mir leid. Nicht ich. Nein. Das macht den Scheiß. Lass mich nicht gehen. Es tut mir leid. Er sagte, ich sei schwach. Bitte töte mich nicht. Dass ich es verdiene. Es tut mir leid. Vielleicht hat er recht. Nicht ich werde dich tun. Vielleicht. Nein. Ich weiß. Nein. Vielleicht. Nein. Ja, wirklich. Tut mir leid. Vielleicht. Ja, wirklich. Vielleicht. Ja, wirklich. Vielleicht. Ja, wirklich. Sie machten mich stark. Und jetzt sind sie schwach. Und die Schwachen werden gekeult. Sehr gut, jetzt konnte er auch einmal allem Luft machen. Gut so. Und die Philosophie von den Drecksäcken schön gegen sie gewendet. Ist gut jetzt? Oh. Ey, hier ist überall Wasser, dass ich das noch von Hand löschen muss. Was zum Teufel? Oh, shit, sorry. Wow, Alter, wie schnell er wieder oben war. Hab ich nicht mitgerechnet. So, komm jetzt. Scheinbar geht's hier weiter, auch wenn es so aussah. Also ganz komisch. Ich gehe hoch, runter, dann hoch, runter. Noch mehr? Na, wo seid, wo sind die? Komm schon! Zackig, zackig!
Ne? Nicht bummeln! Da. Ja, das ist mehr als eine Fleischwunde. Das kann ich dir garantieren, du. Sind wir jetzt langsam endlich mal draußen? Wie groß und breit ist der Bunker denn? Das gibt's ja nicht. Vor allen Dingen, ist es ein Bunker oder eine Unterwasserbasis? Alter Vater, ey. Man hat gerade weniger das Gefühl, das ist ein Bunker, sondern eine Resident Evil Umbrella Forschungseinrichtung. Und jetzt haben wir halt den Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert. So, sichere Entfernung erreicht. Und jetzt kaboom. Whitetail Mountains, Region befreit. Jawoll. Das war das letzte Familienmitglied von Joseph. Wir haben alle auf eigene Weise zu den Whitetails gefunden. Aber der Auslöser war immer ein Verlust. Familie. Freunde, Eli hat uns etwas davon zurückgegeben. Er hat uns gezeigt, dass wir uns nur aufeinander verlassen können. Er war mein Freund. Und ich werde ihn vermissen. Du bist nicht schuld. Eli weiß das. Eli dachte, wenn wir nur durchhalten und abwarten, würde Edens Geld wieder verschwinden. Doch die gehen nicht. Fuck, schön wär's. Krebs geht nicht einfach weg. Er wächst. Breitet sich aus. Man muss ihn rausschneiden. Ja. Diese Peggys glauben, dass das Ende der Welt bevorsteht. Für die schon. Edens Geld endet heute. Wir hören nicht auf, bis nicht der letzte von diesen Schweinepriestern hier an diesen Bäumen hängt. Ja! 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 Sehr gut. Da hat sich schon mal der nächste Anführer der Whitetails herauskristallisiert. Alles klar. Weiteres Siegel wird geöffnet. Meine Familie, meine Brüder, meine Schwester, sie sind mir genommen worden von einer Schlange im Garten. Ich dachte, ich kenne Gottes Plan. Doch, ich lag falsch. Ich war blind. Aber nun sehe ich. Du nahmst meine Familie, mit der ich deine bekomme. Also begrüße ich sie mit offenen Armen. So wie ich dich willkommen heiße. Wir erwarten dich dort, wo alles begann. Oh,
Schande. Warum habe ich das Gefühl, dass ich gerade die Büchse der Pandora geöffnet habe? Kriegsopfer. Abgehakt. Und ich bekomme die Bronzetrophäe Deputy Pratts Rettung. Alles klar. Vielleicht haben wir den Unfall gar nicht überlebt. Vielleicht sind wir schon im Fegefeuer. Wir müssen für die ganze Scheiße, die wir gebaut haben, erst büßen, bevor wir von hier weg können. Wir müssen leiden, ehe Gott uns rettet. Alles gut. Das hier ist keine Hölle. Auch wenn sie sich wie eine anfühlt. Und das sind doch keine Dämonen, gegen die wir kämpfen, einfach nur Menschen, so sehr wir sie auch als Drecksäcke und Dämonen bezeichnen. Am Ende sind es einfach nur verdammte Menschen. Alter Vater. Hi. Alles klar? Verdammt. Gut, dass wir das Zeug jetzt nutzen können und es nicht in irgendeinem Bunker Staub fängt. Das hilft wirklich sehr. Kaum zu glauben, dass du die Typen erwischt hast. Ich war mir sicher, dass sie entwischen. Hätten wir ein paar mehr Leute wie dich hier, dann hätte Eden's Gate schon längst aufgegeben. Danke, Deputy. Je größer das Kalibre, bitte. Desto besser. Aufrüsten abgeschlossen. Ah, stimmt. Die Mission musste ich ja noch bei ihm abgeben. Also, noch was? Ich wollte nur sagen, wegen allem, was passiert ist, ich weiß, dass es nicht deine Schuld war. Tut mir leid. Das hätte ich schon viel früher sagen sollen, was? War wahrscheinlich zu sehr mit meinem eigenen Zeug beschäftigt. Puh, fühlt sich gut an, das losgeworden zu sein. Jedenfalls, hab gehört, dass Tammys Plan funktioniert hat. Danke, dass du den Funk entstört hast. Jetzt können wir die Leute koordinieren und, was noch wichtiger ist, endlich gute Musik in die Berge senden. Leider kann ich hier nur Vinyl abspielen. Deswegen ist die Auswahl momentan ein bisschen begrenzt. Aber die Leute hier haben einen ziemlich guten Geschmack. Falls du über ein paar Alben stolperst, bring sie mir vorbei. Ja? Alles klar, Disc Jockey. Subi. Nice, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Ich pack's in die Heavy Rotation. Es muss noch mehr Alben da draußen geben. Bring sie mir und sie kommen auf den Plattenteller. Okay. Nice. Sammle den ersten, zweiten, dritten Satz, den letzten Satz. Okay. Wir sind schon beim letzten Satz Platten. Wow. Nicht schlecht. Neues Objekt entdeckt, Plattenkiste. Jetzt haben wir wenigstens die Sammelquest dafür. Das bedeutet, dass auch bei den Händlern die Karte dafür verfügbar sein wird. Alter Vater, ey. Wow. Wir haben es endlich geschafft. Und jetzt ist nur noch Joseph übrig. Und Alter, in der Cutscene, ich habe zum ersten Mal in einer Videospiel-Cutscene gesehen, dass einem beim Heulen wirklich so richtig der Schnodder aus der Nase läuft. Alter Vater, damit habe ich null gerechnet. Wow. Also, ne, die Gefühle, die er gerade eben gezeigt hat, die sind echt, das ist klar. Aber, puh. Das war jetzt schon krass. Und keine Ahnung, wozu der jetzt fähig sein wird. Hier. Besiege Josephs Herolde, um eine Konfrontation mit dem Vater zu erzwingen. Ja. Jetzt können wir theoretisch als nächstes hier hin, aber wahrscheinlich erst nachdem Dutch uns die dazugehörige Quest gegeben hat. Noch ist das ja nicht passiert. Da habe ich schon mal eine Plattenkiste entdeckt. Wie viele habe ich jetzt überhaupt? Sammle die Feuerzeuge. Ach, da fehlt mir nur noch eins. Comics fehlen mir zwei. Plattenkisten fehlen mir noch. 7 Wackelkopffiguren. Da habe ich noch einige. Das meiste, was jetzt übrig geblieben sind, sind die Sammelmissionen. Also eigentlich alle Sammelmissionen sind jetzt noch übrig geblieben. Und das, was ich auf der Map halt noch so finden kann. Das kommt auch nochmal so dazu. Ah, hier ist ja noch eine Wackelpuppe. Mensch. Ja, dann kann ich mich nach und nach jetzt um die Sachen kümmern. Wenn ich sie jetzt schon auf der Map entdecke, dann sollte ich die definitiv dann auch direkt abholen.
Sicher ist sicher. Gerade von den von diesen Wackelkopffiguren habe ich ja noch am wenigsten bislang gesammelt. Ich habe auch keine Ahnung, ob es die Dinger nur in Jacobs Region gibt. Wo alles begann. Alles klar. Mit anderen Worten, wir sollen ihn wirklich bei der Kirche besuchen, wo wir ihn am Anfang noch festnehmen wollten. Ich nehme mal nicht an, dass das Sekteneigentum ist, oder? Will ich jetzt erstmal nicht von ausgehen. Wo soll dieses Sekteneigentum sein? Ich sehe hier bislang nichts davon. Null. Nada. Und das bereitet mir echt Sorgen. Normalerweise hätte ich ja mittlerweile wenigstens eine Einrichtung der Sekte hier sehen müssen. Wenigstens eine. Das gibt's ja nicht. Ich müsste mittlerweile eigentlich wissen, wonach ich Ausschau halten soll. Von wegen. Gar nichts. Schwierig. Da werde ich wohl bald das Internet zu Rate ziehen müssen. Wenn ich keine Ahnung habe, wonach ich suchen soll, ne, sehe ich jetzt keine andere Möglichkeit, das herauszufinden. So, jawohl. Muss für die auch geil sein. Ich komme aus dem Himmel geflogen, gehe in die Hütte, nehme eine Plattenkiste mit und hau direkt wieder ab. Die wissen, ich habe meine Prioritäten auch richtig gesetzt, ne? Ah, da oben, ich sehe schon, da ist die nächste Wackelpuppe. Alles klar. Ja, jetzt werde ich auf die Art und Weise so ein kleines bisschen den Part ausklingen lassen, ne? Mal so ein paar Sammelfiguren oder Sammelgegenstände mitnehmen. Passt ja. Was anderes habe ich ja eh großartig nicht mehr zu tun. Oh, hi. Ha! Trotzdem noch umgeboxt. Ah, Ruhe in Frieden. Alter, ey, was macht der hier mit den Leuten? Das ist ja immer absurder und kranker. Weißt du, die Schwachen aussortieren ist schön und gut, aber die auch noch so zur Schau zu stellen. Einfach nur krank. Und das soll euer religiöser Plan sein, ne? Die Schwachen zu gängeln, so sieht das aus. Alter, ey, die sind komplett durch. Oh. Weißt du, da darf man eigentlich gar nicht versuchen, solche Leute zu verstehen, weil sonst befindet man sich, was das Denken angeht, in einer Abwärtsspirale. Ne? Man kann solche Leute einfach nicht verstehen. Und wenn man es versucht, dann wird man selber dabei verrückt. Eieieiei, McNeil House. So. Einmal vorne rein. Was? Schon wieder das mit dem Sasquatch? Das Prepper-Versteck hatten wir doch schon. Was zum Teufel? Muss ich das verstehen? Muss ich von oben rein? Naja, eine Dachluke gibt es hier jetzt nicht, die ich nutzen könnte. Was ist denn das? Moment. Hatte ich hier nicht irgendwo noch was gesehen? Was Verdächtiges? Etwas, das als Eingang dienen könnte? Hier? Nee. Hätte ja sein können. Oder hier irgendwo? Nein, auch nicht. Was zum Teufel? Ja, ab. Sacrifice the weak. Das gibt's ja... Wait. Bin ich über... Oh. Da.
Ist doch da drin, oder nicht? Wait. Ja, ist in der Hütte. Ja, was zum Teufel? Wieso komme ich da nicht rein? Was soll der Shit? Soll ich erstmal irgendwo einen Schlüssel finden oder so? Ich guck mal hier drin. Handschriftliche Notiz. Hey Jackson, würde es dir was ausmachen, meinen Kran noch eine Weile zu behalten? Ich gehe auf Patrouille raus und habe keinen Platz, das alles mitzunehmen. Ich schaue auf meinem Rückweg zum Chalet vorbei, Spencer. Aha, toll. Alter, ernsthaft? Was habe ich denn getan? Das Viech kommt einfach aus dem Nix hier rein. Stinkt mich voll. Was ein Arschlochviech. Und einen Schlüssel habe ich nach wie vor nicht gefunden. Da stand auch nirgendwo, finde einen Schlüssel. Ja, hä? Da sind eindeutig eine Notiz und ein Comic drin. Die Türen funktionieren nicht. Wait. Ach, meine Güte. Ach Gott, ey, guckt euch das an, die Armen. Oh, zum Glück ist Jacob schon tot, ohne Scheiß. Da ist der vorletzte Vietnam-Comic, alles klar. Ach so, eine Anrufbeantworter-Nachricht. Brian, bist du da? Wie laufen deine Experimente? Schon Erfolg gehabt? Ich habe Ihnen Ergebnisse bis zum Ende der Woche versprochen. Also, du musst dich echt mal beeilen. Ich meine, es sollte doch ganz klar sein. Die Formel wirkt bei Wölfen. Wie schwer kann es sein, sie auch für andere Tiere anzupassen? Meld dich auf jeden Fall. Mir sitzt Jacob im Nacken. Er will den neuesten Stand wissen. Ah, Gott, ey. Das hier war scheinbar das Labor. Man merkt schon, dann hat der ganzen Hunde. Hier wurden zuerst die Judges entwickelt und danach sollten auch noch andere Tiere die gleiche Behandlung erfahren. Alter. So, Forschungsnotizen. Auch wenn der Canis Lupus der beste Kandidat für eine Verstärkung zu sein scheint, schlage ich vor, unsere Formel auch an anderen Spezies zu testen, um zu sehen, ob wir nicht doch ein ähnliches Resultat erzielen können. Hier ist meine kurze Liste mit potenziellen Kandidaten. Erstens Elch, Alcis Alcis, zweitens Puma, Puma Concolor, drittens Bär, Osus Arctos Horribilis? Ja, Horribilis. Im Fangzentrum in der Nähe gibt es einen zahmen Bären, an dem wir es probieren könnten, wenn wir ihn in die Finger bekommen. Oh Gott sei Dank ist Cheeseburger da abgehauen, bevor die da irgendetwas mit dem anfangen oder anstellen konnten. Alter Vater. Och, ey. So ein dreckiger Verein, wirklich. Hundsmiserabel. Wobei das eigentlich schon ein Begriff ist, der zu schön für die Typen ist. Alles klar. So, ich würde sagen, ich werde jetzt hier mal so ein kleines bisschen weiterhin auf Collectible-Jagd gehen. Dabei sollte ich vielleicht auch mal hier die ganzen Nebenmissionen mitnehmen. Könnte ja sein, dass... also zwei davon... eine müsste mir jetzt noch fehlen, oder? Nämlich die Person, für die ich dann die ganzen Baseballkarten sammeln muss. Keine Ahnung, ob es der ist oder die Person, die hier ist. Naja, hier wird wahrscheinlich eher eine kleinere Nebenmission zu tun sein. Der hier wird wahrscheinlich viel eher danach verlangen. Oder jemand, dem ich dort noch begegnen werde, in den letzten Außenposten. Oder wen haben wir hier? George Wilson. Ja, keine Ahnung, wer es am Ende sein wird. So oder so, Leute, wir werden hier auf jeden Fall noch einmal in dem Gebiet aufräumen. So viel steht fest, wir haben jetzt nur noch 9 Aufträge, einen Sektenaußenposten und ja... 10 zerstörtes Eigentum der Sekte, also wir haben hier noch gar nichts. Ich werde bis zum nächsten Part auf jeden Fall mal in Erfahrung bringen, was genau ich hier überhaupt zu zerstören habe. Sobald ich das erste Eigentum der Sekte in diesem Gebiet zerstört habe, kriege ich ja sowieso noch eine Trophäe dazu. Das kommt ja auch nochmal mit da drauf, auf das Ganze. Na gut, Leute. Jedenfalls würde ich für heute an dieser Stelle erst einmal sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.